So Leute, ich habe mir das mal anders überlegt. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld am Start. Und bevor wir da jetzt lange rumwarten und hoffen, dass wir die Zeit eigentlich verschwenden, den wir da rumeiern, fliegen wir jetzt hier mal rüber nach Süden in das System. Das heißt ja großer Profit oder sowas. Wir werden mal dort das ganze System erkunden und gucken, was es dort für Stationen gibt. Und mal gucken, wie wir da jetzt Profit machen können. Denn ganz ehrlich, Ziel soll es ja eigentlich für uns sein, Profit zu maximieren. Ne? Das heißt, wir lassen die komischen Stationen hier alle mal arbeiten. Müssen dann, denke ich mal, in so 2-3 Sessions wieder Kristalle rüber schaffen. Lass mich in Ruhe. Großer Profit erfasst. Lass mich in Ruhe. Ich hab gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen, Alter. Unbekanntes, das Xenon M ist. So, Freund Blase, jetzt ist hier nicht mit mir. Alter. Also Magazin rausgeschossen. Achtung, Energie niedrig. Ah ja. Na? Komm mal her, du Pissmütze. Komm her. Vorsitzenden Keo, das Teladi-Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten sie 500 Credits. Ja, 500 Credits. Naja, also machen wir mal da drüben ein bisschen Profit. Zumindest versuchen wir das mal ganz normal. Wenn wir die Stationen dann kennen, beziehungsweise sehen, was das alles für Stationen sind, können wir dort wahrscheinlich auch ein bisschen eher abwägen, inwiefern man dort überhaupt Profit machen kann. Also und da mal zum Beispiel schon mal Sonnenkraftwerke. Sonnenkraftwerke sind ja auch recht gut. Wer ist denn nun hier? Unbekanntes Xenon-Schiff über dieses Was Schiff. Was für eins? Ach du Scheiße. Tor, unbekannte, Tor, unbekanntes Xenon-Schiff. Das ist alles. Deshalb macht er jetzt hier so eine Welle oder was? Ja. Ja komm, die 200, die nehme ich mal mit. Jetzt kann ich auch gleich eine Tastatursteuerung machen. Na komm. Ziel in Feuerreichweite. Mann. Im Namen des Vorsitzenden so. Keo, das Teladi-Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung Gut. erhalten sie 100 Credits. Yippie. Also. Nochmal zum Mitschreiben, wir werden jetzt hier das System erstmal erkunden, also erforschen, was es hier für Stationen gibt. Mit dem Wissen können wir dann gucken, wo können wir jetzt hier am ehesten noch Profit machen. Also vielleicht gibt es ja hier irgendwelche schönen Wege, dass man hier wieder Nostrop-Öl irgendwie hin und her kutschieren kann oder so. Und das Ganze machen wir jetzt einfach mal, bis wir so 300.000, würde ich sagen, Einnahmen. Das heißt, wir hätten dann unser Geld, was wir jetzt haben, verdoppelt. Wir verdreifacht sogar. Ja. Wir können mal gucken, wie schnell es geht. Vielleicht machen wir einfach nochmal ein bisschen mehr. Ist ja alles egal eigentlich. Ist ja uns überlassen, wenn wir uns jetzt so eine Strategie ausdenken. Dass wir dann sagen, okay, jetzt haben wir zwar 300.000, aber das ging jetzt so flott, dann machen wir mal noch die nächsten 200.000 oder so. Müssen wir mal schauen. Richtet sich natürlich auch danach, was wir hier so alles finden. Chipwerk, Beta. Oh, guck mal, Chipwerk. Kennen wir doch. Hier noch ein bisschen was. Ja, nun komm. Lass dich entdecken. Teladianium-Gießerei. Alpha, Alpha, in der Teladianium. Nee, ist nicht voll. Schade. So, da unten Sonnenblumenraffinerie oder sowas. Sonnenblumen-Gewächshaus-Dings hier. Ihr wisst ja, was ich meine. Gewächshaus Alpha.
Oder? Gewächsstationen. Beta. Oh, Beta. Dann ist da oben Alpha. Vielleicht? Will ich es nicht genau? Ja. Gewächsstationen. Gamma. Erfasst. Oh. T. Was hat man hier noch? Zilladialum oder was? Sonnenblumenölraffinerie. Alpha erfasst. Kein Ziel. Sonnenblumenölraffinerie. Beta erfasst. So, und da oben? Auch nochmal eine? Sonnenblumenöl. In der teladianischen Sonne. So, Nostropöl 42. Können wir da schon mal mitarbeiten? Wir können jetzt damit rechnen, dass wir 200 Laderaumkapazität haben. Dementsprechend können wir dann auch mal ganz schnell so ausrechnen, immer was wir dann ungefähr verdienen an den einzelnen Dachen und Sachen. Ja, nur bei mir. So, immer ein bisschen ordentlich. So. Hier positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Schleife. Super. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier rauskriegen. Andockmanöver erfolgreich. So, Nostrop 41,75. Nostrop oder auch teladianisches Sonnenblumenöl ist das Hauptnahrungsmittel. Wie gesagt, 200 Mal. Fliegen wir das jetzt mal am blödesten hin. Da vorne war doch die. Ach, hier war mal, hier haben wir noch eine Handelsstation. Die was nimmt der? Nostropöl zu 48. Aber nicht auf Komfort ausgelegt. Okay. Irgendwo muss man jetzt hier noch eine Gewächsstation übersehen haben, wa? Oder täusche ich mich da? Okay, da täusche ich mich scheinbar. Weil hier ist alles entdeckt. So, dort haben wir P. Das ist die. Dingens, das Chipwerk. Gucken wir doch mal, was dort vorhanden ist. Ja, es dauert natürlich, bis wir da sind. Ganz klar. Chipwerke produzieren Nostrop Öl 49. Ist mir nicht zu wenig. Gucken wir mal kurz, was Titi sagt. Kristallfabrik. Natürlich hier ganz schön weite Strecken, wenn man das mal so sieht, wa? Hm. Also nicht so optimal. Naja. Lassen wir uns trotzdem mal überraschen. Kristallfabrik. Diese Fabriken produzieren spezielle Kristallfabrik. 52. Na, das klingt schon mal besser. Dann hätten wir 52, 10, 2000 gemacht. Wow. Besonders ist das jetzt ruhig. Scheiße. Naja. So, erstmal anfangen. Sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Und dann fliegen wir da hin. Das heißt, da hier aber sehr viel Nostropöl ist und Sonnenkraftwerk haben hier auch zwei. Also Silizium haben wir jetzt hier nicht. Könnten wir jetzt. Was könnte man da machen? Ja, vielleicht die Ladianum-Gießereien hier hinsetzen oder so. Das wäre vielleicht noch ganz sinnvoll. Verbindung zum örtlichen Handel. So, Nostrop 52, 68. Ja, es macht so ungefähr 11, die wir da jetzt gut gemacht haben. Pro Ressource, also so 2200. Ist wirklich nicht der Hit. Das heißt, das Ganze lohnt sich für uns doch gar nicht, weil wir halt sehr viel Ressourcen haben. Dann würden sich vielleicht eher die Energiezellen lohnen. Oder nee, pass mal auf, wir machen das mal ganz einfach. So, nee, ist gut.
fliegen wieder zurück. Investieren noch mal ein bisschen Geld. Wo ist denn jetzt dieser Tor? Dahinter? Was sind wir denn so komisch rausgekommen? Ist ja voll irre. Turbo aktiviert. So, können wir ein bisschen machen hier. Da ist das Tor. Ich habe das Tor gefunden. Ja! So, also da runter. Wir kaufen uns da jetzt mal eine Station. Bringen die hierher. Bauen die hier auf. Setzen da ein paar Transporter rein. Und lassen die mal hier arbeiten. Und ich würde da mal sagen, Teladianum-Gießerei müsste da eigentlich so das Mittel der Wahl sein, weil das meines Wissens nach Energiezellen und Nostropöl verbraucht. Das haben wir hier alles drin in dem Sektor. Das heißt, die Schiffe müssen gar nicht weit fliegen. Das sollte helfen. Ja. Deshalb werden wir dann jetzt mal dort den Dingens. Wir hätten natürlich jetzt auch einfach mal Kristalle schon mitnehmen können. Hätten wir eine Leerfahrt weniger gehabt. Naja. Was soll's. Und dann bringen wir erstmal die Station hier hin, bringen die zum Laufen. Erreiche und dann können wir ja mal gucken, was die Stationen in Profitbrunnen so gemacht haben in der Zeit. Zunächst einmal brauchen wir aber den Transporter. Der ist da, wa? Sieht so aus. So, TJ. Dann lieber machen. Hallo. So. Herrlich. Wo fliegt denn das Raumschiff da unten hin von uns? Das wird doch wohl nicht in den anderen Sektor rein. Ist denn der bescheuert oder was? Nee, war doof. Kriegen wir eigentlich Nachrichten, wenn hier ein Schiff von uns zerstört wurde? Wäre natürlich auch doof, wenn nicht, wa? Teladi Albatros. Anfangen. Dafür. Wir haben ein gutes Geschäft gemacht. Wir folgen ihnen und rechnen an jedem Tor an. Sehr gut. Teladi Schiffswerft. Alpha erfasst. Dann, mein Freund, lass uns mal zur Schiffswerft fliegen. Dort ein bisschen Schiffswerften. Schiffswerften. Auch nicht schlecht. Also, das Teladianium ist ein sehr wertvolles, eine sehr wertvolle Ressource, eigentlich. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass diese Ressource auch dementsprechend gewürdigt wird. Ja. Aber mal erstmal möchte ich hier doch mal gucken. Schiffwerk erfasst. 18. Und die müssen verkauft haben. Weil die haben jetzt mehr Geld. Das ist auch nicht schlecht. Vielleicht auch einfach die Finger von dem die Dinger selber verkaufen und nehmen dann immer nur das Geld. Das wäre natürlich auf der anderen Seite sehr viel sinnvoller. Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne weil ich halt nicht immer ausgleichsmäßig Geld dort lassen müsste. Wie ich es ja bis jetzt mache. What? Ah! Nein. Hier ist das Chipwerk. Sonnenkraftwerk. Teladi-Schiff. Hier positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. So, dann mach. So. Da habe ich mich wieder verdrückt. Ist aber auch hier ein bisschen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetz. Ich hätte gerne eine Teladianium-Gießerei. So, dann fliegen wir mal rüber. Über in die gute alte Heimat. Wo ist denn jetzt der Albatros überhaupt? Sollen wir doch folgen? Ach komm, können wir ja mal hier durchfliegen. Haben wir noch nicht gemacht. Turbo Siliziummine erfasst. Sagt die? Schiff Teladi. Hallo? Sonnenkraftwerk erfasst. Sonnenkraftwerke erfasst. 14.000. Teladi Gaia. Teladi Handels. Teladi Albatros. Asteroid erfasst. Schiffwerk erfasst. Schiffwerke produzieren also Mikrochips, die wichtigsten Bestandteile in allen Computern. Normalerweise 27 wieder auf Lager. Das sieht doch schon mal recht gut aus. Und dementsprechend verfolgen wir dann jetzt doch das Ziel, dass wir erstmal
unseren Umsatz steigern, damit dann solche Anschaffungen wie Laderaumerweiterung oder sowas gar kein großes Problem mehr sind. Ist auch schön, wenn wir sowas können. Und ich würde sagen, die Teladianium-Schmiede packen wir da einfach mal in die Mitte hinein. Wobei ist die Mitte überhaupt sinnvoll? Wir müssen mal gucken, wo das Trägerschiff die ganze Zeit rumgammelt. Tor, großer Profit. Wobei in die Mitte eigentlich doch, ja, doch ist sinnvoller. Okay. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Erreiche System großer Profit. Naja. Und das? So. Halt mich an? Nee. Pussy. Halt den TL an? Nee. Pussy. So, jetzt einmal kurz. Wie sieht denn der Sektor aus? Dort sind die Sonnenkraftwerke, dort sind die Dinger. Ich würde zwar sagen, sehr nah bei der Handelsstation. Wäre schon nicht schlecht. Wir können auch gleich mal gucken, ob die Handelsstation auch Teladianium annimmt. Das wäre natürlich richtig Premium, da hätten wir kurze Wege. Weil wenn man dann die Teladianium-Schmiede vor die Eingangstür des Sonnenkraftwerks setzen, der Handelsstation setzen würde. Das wäre schon gar nicht mehr schlecht. Dafür müssen wir erstmal gucken, ob das hier überhaupt ist oder nicht. Komm, du wähl die doch mal aus. Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Liebes Schiff. Teladianium, ja, ist ja geil. Somit können wir also hier richtig schön Profit machen. Ja. Ach komm, machen wir so. Teladi Condor erfasst. Teladi Albatros. Sie? Werfen Sie meine Fracht hier ab. Danke. Gut. So. Na komm, ist gut. Mal alles gesehen. Gut. Kapitän am Pilot. Ja, ist gut. Wie können wir zusammen Profit erwirtschaften? Gar nicht, mein Freund, gar nicht. Zumindest momentan nicht. Ich werde aber bei Gelegenheit wieder auf dich zurückkommen, um mit dir über weitere Profitmöglichkeiten zu sprechen. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Ja. Herrlich. Andockmanöver. Erfolgreich. Vielen Dank. An dieser Stelle werden wir dann jetzt mal gucken. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Oh, ist ja gar nicht mehr so viel. Brauchen nur Energiezellen? Geld überwiesen. Oder so. Transporter bei Schiffswerft geordert. Energiezellen Teladian. Hm. Nur nicht schlecht. Wir docken ab, fliegen nochmal zur Kristallfabrik, holen uns da nochmal eine Stiege Kristalle.
Ja, komm, wir die Kristallfabrik aus, bevor hier der Albatros da oder Geier oder Pandora oder was immer da im Weg ist. So. Sehr gut. Er ist positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Bin auf dem Weg. Turbo aktiviert. Ja, Turbo aktiviert mich auch, Alter. So. Und dann hätten wir ja auch schon wieder eine schöne Folge geschafft. Eine Folge, in der wir viel geschafft haben an sich. Was ja auch schön ist, ne? Andock. So. Verbindung zum örtlichen Kristalle. 71,60. Das ist schon teuer. War jetzt 200? Ja, sehr gut. So, und dann fliegen wir wieder zurück. Und in der nächsten Folge werden wir dann sehen, was wir hinten in Profitbrunnen alles bekommen haben an Geld jetzt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's Play X Beyond the Frontier mit Scholle. Bis dahin, tschüss.